Pension. Classic Rot. Das ist ein Paradebeispiel für eine robuste, gut ablesbare, große, sportliche Version der deutschen Uhren. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Temption ist für manchen eine Passion. Für mich ist es eine richtig gute Uhrenmarke, die große, robuste, extrem gut ablesbare Uhren macht. Und ein Beispiel dafür ist die Temption Classic Rot, die ihr hier sehen könnt. Das Gehäuse ist aus Edelstahl, das Ziffernblatt ist schwarz und die Zeiger sind, so wie man es von Temption erwarten kann, extrem gut ablesbar. Temption sitzt in Herrenberg im Schwarzwald-Vorland und baut nur 700 Uhren im Jahr. Dafür sind die Uhren alle wirklich ihren Preis wert. Vom Stil her außergewöhnlich, eigenständig und durch die Bank alle gut ablesbar und mindestens 100 Meter wasserdicht. Diese Uhr hier habe ich bei mir auf dem Tisch gehabt und habe sie auch am Arm gehabt, aber das zeige ich euch im Laufe des Videos noch. Für mich ist das wirklich eine Uhr, die im wahrsten Sinne des Wortes preiswert ist, nämlich ihren Preis wert. Die Uhr kostet in der hier gezeigten Version 2280 Euro. Das ist kein Schnäppchen, aber es ist wirklich ein wertvoller Preis. Sie hat 43 mm im Durchmesser. Die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm. Und die Uhr hat eine Bauhöhe von 14,7 mm. Lug-to-Lug, handvermessen 49 mm und sie wiegt ohne Band 112 Gramm. Auf der Vorderseite sowie auf der Rückseite ist ein Saphirglas verbaut und das Uhrwerk ist eine Weiterentwicklung auf Basis des 7751. Von diesem ganzen, ach ja, und übrigens bis 100 Meter wasserdicht, also die ganzen technischen Daten stimmen, da gibt es überhaupt nichts dran zu deuten. Und auch andere Uhren aus Deutschland haben eine ähnliche Spezifikation, kosten aber wesentlich mehr, insbesondere angesichts der kleinen Stückzahl. Aber schauen wir mal, wie die Uhr an meinem Handgelenk ist. Dafür musste ich meine Stova Pro Diver abziehen und lege gerne die Classic Rot an. Ihr könnt sehen, bei meinem 17 cm Handgelenk ist das die absolut obere Grenze, wahrscheinlich sogar eher über die obere Grenze hinaus. Aber ich könnte sie noch tragen. Gefühlt ist sie mir etwas zu groß. Und neben der 42 mm Pro Diver kann man schon sehen, dass die Uhr in meinen Augen nach meinem Dafürhalten etwas massiver wirkt. Also wer keine kleinen zierlichen Handgelenke hat, wird bei Temption ganz sicher fündig werden. Das Armband ist aus einem sehr guten, stabilen und auch dicken schwarzen Leder. Es ist rot abgesetzt und passt hervorragend in der Gestaltung und auch in der Farbwahl zu den roten Sekundenzeigern und den roten Stoppzeigern auf dem Ziffernblatt. Ich zeige euch das aber im Laufe des Videos auch nochmal im Detail, denn ich finde, das ist wirklich sehr gut und sehr gelungen gemacht. Temption ist vorrangig dafür bekannt und baut auch überwiegend Chronographen, so wie auch hier die Classic Rot. Allen diesen Uhren ist gemeinsam, dass sie der Idee der Informationspyramide folgen, das heißt, die Ablesbarkeit, Stunden- und Minutenzeiger stehen ganz klar im Vordergrund und am Ende kommt der Firmenname und das Logo. Das ist das Unwichtigste und ist auch nur unter bestimmten Lichteinfällen sichtbar. Hier sieht man es zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn ich die Uhr aber ein kleines bisschen bewege,
dann wird man es sehen. Das Logo sowie der Name ist über dem Tagdatumsfenster angebracht. Das Gehäuse ist aufwendig verarbeitet, die Stege sind beidseitig verschraubt und die Bearbeitung des Gehäuses setzt sich um das ganze Gehäuse fort. Die Drücker und die Krone sind mit einem Onyx-Cabochon versehen. Das einzige verspielte Gimmick, was ich an der Uhr entdecken konnte, alles andere ist wirklich rein funktional und ohne, dass es den Charakter von Schmuck oder Verschönerung hat. Diese Onyx-Cabochons sind in meinen Augen das Einzige, was ich entdecken konnte. Hier haben wir die Curare, die kommt in einem anderen Video. Ich wollte euch aber zeigen, dass es in der Box, wie ihr gesehen habt, ein kleines extra Fach gibt. Da drin ist ein kleines Säckchen und da versteckt zwei Schraubenzieher, sodass man ohne zusätzliches Werkzeug die beidseitig verschraubten Stege des Armbandes lösen kann, um auch selber einen Bandwechsel durchzuführen. Das finde ich sehr gut, denn oft hat man bei verschraubten Stegen das Problem, dass man nicht den passenden Schraubenzieher hat. Und wenn man einen hat, dann hat man keinen zweiten, um die Gegenseite festzuhalten. Hier kommt alles vom Hersteller in der Box. Man muss nicht suchen, wo es ist. Finde ich richtig gut gemacht. Und hier zeigt sich auch, dass Klaus Ulbrich, der Gründer und aktuelle Inhaber von Temption, vom Hause aus eher von der technischen Seite kommt und nicht so sehr von der Designseite, sondern mitgedacht hat, was brauchen die Kunden und wie setze ich es um, damit die Uhr dem Kunden gut tut, er sich nicht ärgert und vor allen Dingen die Uhr auch in jeder Situation ihren Zweck erfüllt. Ihr könnt hier sehen, der Rotor ist farblich abgesetzt, das Werk ist veredelt und der Sichtboden erlaubt den Blick ins Werk. Die Uhr kommt standardmäßig mit einer Faltschließe, die mit dem Temption-Logo versehen ist. Auch hier kann man wieder sehr schön sehen, dass das Leder sehr dick ist. Ich fand es aber nicht steif am Arm. Natürlich muss sich ein solches Lederband eintragen, damit das Leder etwas geschmeidiger wird, aber ich fand es nicht unangenehm. Und die Farbwahl mit dem Rot abgesetzten auf dem Band sowie den roten Akzenten auf der Uhr. Jetzt habe ich sie gerade verkehrt rum, drehen wir doch mal rum. So, finde ich richtig gut gemacht und verleiht der Uhr einen sehr sportlichen Charakter, ohne zu sportlich zu sein. Ich finde, man kann diese Uhr auch im Alltag tragen, ohne unangenehm aufzufallen. Zum Anzug oder zu feinerer Garderobe würde ich die Uhr nicht tragen. Das gilt aber für viele Uhren von Temption. Die Krone sowie die Verschraubung der Drücker ist übrigens sehr dezent gehalten, mit einem vergleichsweise geringen Durchmesser, aber sehr griffig, mit Handschuhen überhaupt kein Problem zu bedienen. Wirklich absolut erste Sahne. Und die Krone ist auch sehr fest. Ich musste ein bisschen dran ziehen, um sie aufzukriegen. Vielleicht lag es auch an den Handschuhen oder weil ich zu vorsichtig bin. Was ich euch aber in jedem Fall zeigen wollte, weil ich darum gebeten wurde, doch die Zeigerstellung zu zeigen. Und hier finde ich die Zeigerstellung absolut ausreichend genau. Wenn wir auf die 12 Uhr Position drehen, dann könnt ihr sehen, dass sie nach meinen Augen nahezu perfekt ist. Vielleicht wäre es um einen Bruchteil eines Millimeters genauer gegangen, aber man darf nicht vergessen, es gibt auch Spiel in den Zeigern auf der Zeigerachse. Also das ist für mich wirklich absolut super, grandios und perfekt gelöst. Die Drücker haben einen sehr angenehmen Druckpunkt und lassen sich absolut problemlos bedienen, wie auch die Verschraubung sowohl der Krone als auch der Drücker völlig reibungsfrei und sanft vonstatten ging, super griffig, wirklich ganz, ganz sauber verarbeitet. Die Klassik gibt es auch in unterschiedlichen Farbvarianten. Der Preis liegt in jedem Fall bei 2280 Euro. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Ablesbarkeit wirklich gut und wenn wir jetzt die Uhr nochmal drehen, dann erscheint auch das Logo über Tag und Datum und stört in aller Regel nicht die Ablesbarkeit der Uhr, weil es sehr, sehr zurückgenommen ist.
Die Tachymeterlünette ist nicht drehbar, macht bei einer Tachymeterlünette auch nicht wirklich Sinn. Tagdatum lassen sich sehr präzise einstellen und schalten auch im richtigen Moment. Ja, die Tension von die Classic Rot von Tension ist eine Uhr, die mir sehr gut gefallen hat. Das Stahlgehäuse mit der Verarbeitung des Gehäuses ist eine Verarbeitungsart, die ich bei Tension-Uhren schon bei der Cameo gesehen habe. Ich finde es sehr gut, es ist auffällig, es ist auch aufwendiger zu machen, als nur zu polieren. Aber schauen wir doch mal, wie die Uhr bei Nacht funktioniert. Ich mache mal ein Videolicht aus, dann mache ich auch gleich das zweite Videolicht aus. Und ihr könnt bei etwas Restlicht sehen, wie die Uhr schimmert. Jetzt ist es ganz dunkel und die Uhr ist wirklich gut ablesbar. Und aufgrund der Größe und der Breite der Zeiger erwarte ich auch, dass die Leuchtmasse lange hält und auch lange ausreichend hell leuchtet. Ich bedauere in gewisser Weise, dass ich nur in Anführungsstrichen ein 17 cm Handgelenk habe, denn diese Uhr könnte ich mir vorstellen auch als täglicher Begleiter in jeder Situation, wenn es denn kein Anzug ist und vielleicht auch kein Hemd. Hier nochmal ein Vergleich mit der Curare, die ich euch im nächsten Video vorstellen möchte. Die ist deutlich farbenfroher mit den gelben Akzenten. Dafür hat sie aber auch ein anderes Werk und zusätzliche Funktionen. Aber alles das erfahrt ihr im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, euer Axel.